Herzlich willkommen bei den Base Talks, hier im Podcast auf FS1 und der Radiofabrik. Mein heutiger Gast ist Christoph Walchhofer, er ist Chief Marketing Officer der Unter Shredding Technology und wir werden über das Thema Führen in der Krise und durch die Krise sprechen. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass du da bist. Jetzt ist es ja heute fast Jahrestag, dass sich Corona jährt. Und wenn man jetzt so zurückblickt, wie hat eigentlich Corona jetzt zurückwirkend die Situation für dich und dein Unternehmen beeinflusst? Ja, es ist, wie du richtig gesagt hast, jetzt fast auf den Tag genau, wie diese Corona-Pandemie wie ein Tsunami über uns drüber geschwappt ist. Ja, das war natürlich zu Beginn eine große Herausforderung. Wir haben aber relativ schnell, und das war noch vom ersten Lockdown sogar, im Unternehmen einen Krisenstab gebildet. Der oberste Krisenmanager war der CEO höchstpersönlich. Und durch diese schnelle Agieren, durch diese schnelle Krisenstabsbildung, glaube ich, sind wir ganz gut durch die Krise gekommen, bis dato, muss man ganz klar sagen. Ich denke auch, dass diese Krise offenbart, wie resilient, wie strapazierfähig ein Unternehmen ist. Und wie gesagt, sind wir im Nachgang draufgekommen, dass wir eigentlich da ganz gut gerüstet und aufgestellt waren. Ja. Persönlich ist es natürlich auch so, genauso geht es darum, wie belastbar ist man grundsätzlich als Person, wenn neue Dinge auf einen so unverhofft hereinprasseln. Und ja, da sind wir, auch ich persönlich, sage ich mal, bin damit ganz gut klargekommen. Also ich bin generell jemand, der neue Herausforderungen liebt, dem es gar nicht spannend genug sein kann, grundsätzlich jetzt einmal. Ja, aber auch da muss man dann irgendwo erkennen, dass es Grenzen gibt und die waren am Anfang natürlich schon sehr strapaziert und ausgereizt, diese Grenzen. Aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich ist uns da ganz gut gegangen. Wir sind ohne größere Probleme bis jetzt, wie gesagt, durchgekommen und schaut auch weiterhin ganz gut aus. Jetzt hast du zwei Sachen gesagt. Ja. Das eine ist ja, dass ihr gleich zu Beginn diesen Krisenstab gebildet habt. Habt ihr das kommen gesehen und die Tragweite abschätzen können damals, wenn man das jetzt zurückwirkend betrachtet? Naja, es hat Anzeichen gegeben, dass das doch eine große Sache wird. Und ja, wir haben natürlich abgewartet, was so die Bundesregierung sagt. Und das ist ja da am Freitag, hat sie diese Pressekonferenz gegeben, wo man dann ja feststellen musste, ja, das wird jetzt doch eine längere Zeit uns einschränken. Und auf das rauf hat man dann praktisch noch am Sonntag, dieses Wochenende drauf praktisch, diesen Krisenstab gebildet mit den ersten Vorkehrungen, also wo es auch schon um Hygienemaßnahmen gegangen ist, wo man dann, sagen wir mal, auch die Mitarbeiter dementsprechend informiert hat. Es ist ja auch so, dass sowas ja mit sehr viel Unsicherheit, mit Ängsten verbunden ist. Und ja, da haben wir, glaube ich, schon einmal den ersten Druck rausgenommen, indem man es halt auch sehr schnell proaktiv kommuniziert hat, transparent war in allen, sagen wir mal, Maßnahmen generell und ja, ich denke, dass wir da die richtigen Schritte gesetzt haben, gleich von Anfang an. Ja, dass es dann in Nachfolgen betrachtet doch so eine lange Phase dauert, bis dass man sich dann wieder halbwegs, sage ich mal, Normalität wiegen konnte, das hat natürlich damals keiner absehen können, ja. Jetzt ist ja unter ein inhabergeführtes Unternehmen. Wo würdest du sagen, sind da die Stärken oder was macht es aus, gerade in so Krisen, dass man da vielleicht kurze Entscheidungswege hat, schnell entscheiden kann? Was waren deiner Meinung nach so die Erfolgsfaktoren, dass ihr dann da gleich so gut damit umgehen konntet? Ich denke auch, dass das sicher ein Vorteil ist, wenn das Unternehmen Eigentümer geführt ist oder familiär geführt ist, sagen wir mal so, im Gegensatz zu einem Konzern vielleicht, ja, weil man einfach wirklich kürzere Entscheidungswege hat. Und ja, die Mitarbeiter und die Führungskräfte auch persönlich ganz gut kennt und da in der Kombination dementsprechend sehr schnell agieren kann. Also das ist ja auch, glaube ich, ein großes Thema. Wie schnell reagiert man auf solche unverhofften oder unvorhersehbaren Dinge? Und denke, das geht halt dann umso schneller, je kleiner das Team ist, jetzt mal grundsätzlich. Ja. Ein Erfolgsfaktor war sicher diese Krisenstabsbildung, die war, glaube ich, ganz wichtig, aber auch
dass der CEO jetzt auch der oberste Krisenmanager war in dem Sinn. Ja. Und man hat wirklich da relativ, ja, ich sage jetzt einmal schon fast autoritär geführt jetzt kurzfristig. Man hat ganz klare Ansagen gegeben, die waren klar verständlich und jeder hat eigentlich immer gewusst, was Sache ist. Und es ist eigentlich nie eine große Panik aufgekommen. Ja. Das ist mit Sicherheit einer der Erfolgsfaktoren gewesen und auch, dass man doch immer proaktiv transparent kommuniziert hat. Die Mitarbeiter waren immer auf dem neuesten Stand und es hat eigentlich nie irgendwo einen Spielraum gegeben für Interpretation, für Gerüchte oder dergleichen. Also, ja. Also ehrliche, transparente Kommunikation, genau, ist da absolut ganz wichtig. Ja. Du hast ja zuerst gesagt, in solchen Krisen deckt natürlich immer auch auf, wie resilient ein Unternehmen oder auch natürlich die Person ist. Ja. Wie hast du das bei euch gesehen und was hat euch dann doch so resilient gemacht? Naja, also ich glaube, dass wir generell in der Vergangenheit ganz gut gearbeitet haben, was Organisationsentwicklung anbelangt. Man hat ja da vor ein paar Jahren das Projekt Unter Fit for Future gestartet und da hat man sehr viele Dinge richtiggestellt. Ja. Man hat neue Strukturen aufgebaut, neue Abteilungen geschaffen, man hat sehr stark die Digitalisierung vorangetrieben, man hat auch unter Unternehmenskultur gearbeitet. Es ist das Verständnis, wie man miteinander umgeht, einfach besser geworden. Und ja, wir sind eigentlich da ganz gut gerüstet, wenn es um Dinge geht oder wenn Erscheinungen auftreten, die einfach nicht so planbar sind. Also, wir leben ja alle in so einer VUCA-Welt, wie man weiß. Ja, also da ist ja nichts mehr wirklich planbar. Es treffen einen Dinge, mit denen man ja, nicht einmal ansatzweise rechnen kann und trotzdem muss man irgendwie reagieren. Ja, man kann natürlich auch den Kopf in den Sand stecken und nichts machen, aber ja, das ist eigentlich schon also in unserem Unternehmen ein großer Vorteil, dass man da auch sehr lösungsorientiert ist in allen Dingen. Also ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass uns da großartig was überrascht hat. Man kann mit den wildesten Anforderungen, mit den wildesten Herausforderungen ganz gut umgehen damit. Ja. Du hast ja gesagt, VUCA-Welt, ich meine, die hat es ja vorher, vor Corona schon gegeben. Jetzt hat es wieder gesehen, was eigentlich VUCA-Welt wirklich definitiv heißt und wie es zeigt. Und es ist ja im Prinzip wie Segeln auf Sicht mit Nebel, war dann bei Corona noch, der sehr, sehr dicht war. Und jetzt hast du gesagt, man musste natürlich reagieren, aber wie schafft man es dann eigentlich in solchen Situationen, dass man dann doch den Kopf über Wasser hält und auch ins Agieren kommt? Weil ich denke, das ist als Unternehmen ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur am reaktiven Sitz Platz nimmt. Genau, also das ist sehr angesprochen mit Nebel, ist vielleicht wirklich ein guter Vergleich. Also es ist ja wirklich so, dass man, also wir waren ja auf einem relativ starken Wachstumspfad. Ja. Man ist ja da die letzten Jahre zweistellig gewachsen und man hat ein relativ hohes Tempo gehabt, jetzt grundsätzlich. Ja. Man ist, wenn man sich das vorstellt, wirklich mit einem hohen Tempo gegen eine Nebelwand geprallt. Ja. Und das ist wie beim Autofahren. Was macht man in dem Moment? Man muss natürlich auch mal aufs Gaspedal treten und runter vom Gas. Ja. Und diese Anpassung, glaube ich, also diese Anpassungsfähigkeit, die hat man in den letzten Jahren aufgrund von vieler anderer Probleme auch dementsprechend, das hat man geschaffen. Das hat man, da hat man sich stark gemacht für diese Dinge, hat man eben, wie gesagt, vorausschauend schon Veränderungen vorgenommen. Entschuldigung, jetzt habe ich die vergessen, also was war die Kernfrage jetzt? Nein, du, es ist einfach darum gegangen, ich habe gesagt, wie gehe ich einfach in der Krise mehr oder weniger mit dem Nebel, wenn ich jetzt sage, in dieser VUCA-Welt, die jetzt in der Krise total sichtbar geworden ist, und was waren denn die Erfolgsfaktoren, dass ihr da so gut durchkommen seid? Ja, genau so. Wir haben grundsätzlich jetzt uns ein bisschen verabschiedet generell von den langen Planungshorizonten, also von strategischen Planungen über mehrere Jahre hinweg. Das ist ja auch ein Faktum, das ist ja nicht mehr möglich. In Wirklichkeit muss man generell
Also das ist unsere Überzeugung und jetzt hat man es noch mehr gesehen, auf Sicht fahren. Das heißt, kurze Planungshorizonte, enge Abstimmung, kurze Kommunikationswege, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ganz egal, ob Corona oder nicht oder andere Herausforderungen. Ich denke, das ist der richtige Zugang, eben weg von diesen, sage ich mal, Langfristplanungen hin zu kurzfristigen Zielsetzungen. Also man setzt die kurze Ziele und schaut dann auch, dass man die erreicht. Und die sind auch in der Regel erreichbar, ja, mit einem entsprechend schlagkräftigen Team im Hintergrund. Ja. Das heißt, wenn ich das so höre, ist das eigentlich mit und ohne Corona, also auch nach Corona, wird das einer der Erfolgsfaktoren sein, um hier bestgerüstet bestehen zu können? Ich glaube schon, dass man eigentlich da im Vorfeld schon diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit geschaffen hat in der Organisation, um eben da diese Herausforderung bewältigen zu können. Ja. Jetzt hast du zuerst noch zwei Stichworte gesagt, die mich brennend interessieren. Das eine ist Unternehmenskultur und das andere ist Digitalisierung. Ja. Ich würde sagen, nehmen wir zuerst Unternehmenskultur. Ja. Gib uns mal einen Einblick, auch den Zusehern und Zuhörern, wie sieht deiner Meinung nach eine optimale Unternehmenskultur aus, um resilient durch Krisen zu kommen, und wie sieht es bei euch im Unternehmen aus, weil die habt ihr ja schon die letzten Jahre aufgebaut, dass das überhaupt jetzt so möglich wurde, nehme ich an. Ja, grundsätzlich glaube ich, geht es da jetzt auch sehr stark, gerade wenn solche Krisen bestehen, dass man Vorbilder hat, an dem sich der Mitarbeiter orientieren kann. Also das, und das muss man jetzt noch einmal sagen, also das ist, glaube ich, ganz gut gewesen, dass man einen CEO als obersten Krisenmanager da gewinnen konnte. Man hat sich auch da selber dafür angetragen und das war, glaube ich, ganz wichtig. Also da hat man Vorbildfunktionen geschaffen. Und ich glaube, das geht es auch in dieser Kultur, dass man, ich sage mal, bei den Führungskräften auch Vorbilder hat, an denen sich der Mitarbeiter orientieren kann. Ja. Und in der Vergangenheit hat man da eben, wie gesagt, versucht, eben Werte zu definieren, die man gemeinsam erarbeitet hat, wo man sagt, ja, die tragen die Mitarbeiter mit. Das ist gemeinsam in Workshops erarbeitet worden und gesagt, was ist uns besonders wichtig, gemeinsam. Was ist das konkret bei euch? Konkret, ich meine, UNTER ist grundsätzlich so positioniert, dass wir eigentlich Zuverlässigkeit in den Markenkern setzen. Also das heißt, wir verkaufen letztendlich Zuverlässigkeit bei den Produkten und Dienstleistungen. Und Zuverlässigkeit ist natürlich ein zentraler Wert, das ist ganz klar. Aber es ist uns auch wichtig, offene und ehrliche Kommunikation. Das hat man eben auch da wieder unter Beweis gestellt in dieser Krisenkommunikation. Es ist uns die gegenseitige Wertschätzung wichtig. Es ist vor allem Lösungsorientierung ganz wichtig. Wir haben doch Maschinen, die sehr stark gefordert sind. Und da gibt es auch Störfälle, das ist ganz klar. Und da müssen die Maschinen relativ schnell wieder, sage ich mal, betriebsfähig gemacht werden. Und da gilt es ganz klarerweise darum, dass man lösungsfähig ist. Und auch in der Produktentwicklung, also da geht man auch teilweise ganz neue Wege im Vergleich zu den Mitbewerbern, wo man eben wirklich innovative Lösungen anstrebt, wo man ein hohes Differenzierungspotenzial dahinter ableitet. Also im Grunde genommen ist das keine Rocket Science, das ist nicht irgendwas Außergewöhnliches, was wir da vollziehen wollen. Dass das natürlich ein steiniger Weg und dass man das ein ständiger Verbesserungsprozess ist, das ist auch ganz klar. Aber grundsätzlich ist man, glaube ich, ganz gut gestartet mit dem, dass man sagt, man definiert Werte. Wir haben diese auch, sagen wir mal, in ein Wertebuch und Führungskompass, so heißt es eigentlich, Werte, Ziele, Führungskompass, dokumentiert, niedergeschrieben. Das kriegt ein neuer Mitarbeiter, das kriegen auch bestehende Mitarbeiter. Und an dem orientieren wir uns. Und das ist letztendlich unsere sogenannte Unterbibel, die eigentlich jeder verinnerlicht hat mittlerweile. Ich verstehe das richtig. Eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein werteorientiertes Leadership. Genau. Genau so ist es ja. Das zweite war Digitalisierung. Ja. Stichwort Homeoffice, Remote Work. Wie gut war der da aufgestellt? Hat es da Herausforderungen gegeben oder war der so,
dass das eigentlich keine Herausforderung war durch das, dass ihr Digitalisierung da vorher schon vorangetrieben habt? Ja, also von den technischen oder technologischen Voraussetzungen waren wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also das war eher ein Thema, dass wir am Anfang, also zum ersten Lockdown hin, ja, die Mitarbeiter gar nicht so in das Homeoffice schicken wollten. Ja. Wir haben eben zu dem Zeitpunkt doch eine sehr gute Auftragslage nach wie vor gehabt. Ja, und ja, da ist natürlich jeder Mitarbeiter so mehr grundsätzlich gefordert gewesen, dass man da praktisch im Team mehr oder weniger diese Projekte abschließt. Ja. Und wir haben keine Erfahrung gehabt zum Thema Homeoffice. Also das heißt, man hat jetzt da mal grundsätzlich versucht, so weit wie möglich die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Natürlich gab es Ausnahmen, das waren eben, wie gesagt, die chronisch kranken und vulnerablen Mitarbeiter, aber die haben sich in Grenzen gehalten. Also das war jetzt nicht die große breite Masse, Gott sei Dank. Ja. Wie gesagt, das war zu Beginn des ersten Lockdowns, waren dann doch noch relativ viele im Unternehmen. Wir haben dann aber eine 50-50-Regel definiert, das heißt, um eben da Kontakteinschränkungen vorzunehmen, hat man praktisch 50% der Belegschaft, und das rollierend, im Unternehmen belassen und die anderen 50% waren einmal zu Hause und haben Zeitausgleich abgebaut, Urlaub genommen. Also um da ein bisschen diese die Kontaktfrequenz zu reduzieren. Genau, ja. Und das haben wir eigentlich dann bis zum Ende des ersten Lockdowns so praktiziert. Ja. Mit dem sind wir ganz gut über die Runden gekommen. Und dann ist es ja so gewesen, dass es einen zweiten Lockdown gegeben hat. Das ist vielleicht eh noch in Erinnerung, wo Kuchl dann ja grundsätzlich als erste Gemeinde dann wieder nach dem ersten großen Lockdown in Quarantäne geschickt worden ist. Und das war natürlich eine mega große Herausforderung. Ja. Mit dem hat ja keiner gerechnet. Und dann war es ja wirklich so, dass keiner der Mitarbeiter außerhalb von Kuchl mehr nach Kuchl reinfahren konnte. Ja. Jetzt, wenn man weiß, dass ca. 80% der Belegschaft nach Kuchl reinpendelt, dann ist das eine große Herausforderung. Man hat dann zumindest die Produktion einmal aufrechterhalten können. Also das war auch durch Intervention vom Geschäftsführer beim Landeshauptmann möglich, zumindest die Grundproduktion aufrechtzuerhalten. Aber der gesamte Verwaltungsbereich wäre zusammengebrochen. Und da hat man eben durch diese Homeoffice-Lösungen sehr viele Erfahrungen sammeln können. Also positive Erfahrungen auch in dem Zusammenhang. Es war auf einmal das gesamte Unternehmen mehr oder weniger im Homeoffice. Ja. Innerhalb von einem Tag alle im Homeoffice und das hat funktioniert. Technologisch haben wir es gewusst, das funktioniert vorher, aber man hat es natürlich auch nicht gewusst, wie sich das, sage ich mal, grundsätzlich bewerkstelligen lässt, auch in der Führung, auch in der Kommunikation. Und das war aber im Nachhinein betrachtet keine große Herausforderung. Es haben die Mitarbeiter mitgemacht und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Oh. Ja, das war ja, ich meine, ihr macht ja Maschinen, die ja extrem hohe Verfügbarkeit haben müssen teils. Ja. Das heißt, die Serviceabteilung oder das After-Sales ist da auch ein richtig wichtiger Part. Und wenn du dann da natürlich die Belegschaft nicht so zur Verfügung hast, kann das natürlich zu Engpässen führen. Also da, ich habe das ja nur am Rande mitbekommen mit Kuchl, das kann ich mir schon vorstellen, dass das richtige Herausforderungen waren. Also du hast ja dann gesagt, eben der Switch in dem einen Tag dann quasi ins Homeoffice hat überraschenderweise oder doch extrem gut funktioniert. Wie ist es dir persönlich selbst in der Führung mit Homeoffice und Remote Work gegangen? Ja, also ich denke, dass generell, wenn man auf Distanz führt sozusagen, es ganz wichtig ist, dass man mal ein gutes Vertrauen hat zu den Mitarbeitern. Also das ist, glaube ich, die Basis. Ohne Vertrauen funktioniert das generell nicht. Also man braucht eine gute Vertrauensgrundlage. Also das ist ganz klar. Ich habe den Vorteil natürlich, dass ich Führungskräfte im Team habe, die schon lange gedient sind, die sehr erfahren sind, die sehr professionell sind. Da tut man sich natürlich leichter, die auf Distanz zu führen, als wie
wenn man jetzt junge Mitarbeiter hat, die sehr frisch im Unternehmen sind, die noch lernen müssen, die nicht die Erfahrung haben, das ist natürlich dann ein bisschen eine größere Herausforderung. Und da, glaube ich, muss man auch klare Ansagen geben. Also das heißt auch wieder schon fast ein bisschen, sage ich mal, also autoritärer führen, ja, klare Zielvorgaben, klare Aufgabenstellungen, auch Regeln zu definieren, glaube ich, ist wichtig, damit es funktioniert. Und das hat man auch gemacht und es hat auch funktioniert im Nachhinein betrachtet. Aber wie gesagt, der Erfolgsfaktor für die Funktionsfähigkeit solcher Homeoffice-Lösungen ist sicher das Thema Vertrauen. Ohne dem geht es nicht. Ja, und wie man sieht, funktioniert es. Ich glaube, das ist ja nicht nur euch so gegangen, sondern auch vielen anderen Unternehmen. Mhm. Was ich mittlerweile gesehen habe, dass man zuerst unter Umständen vielleicht ein bisschen skeptisch war und im Nachhinein gesehen hat, es funktioniert doch besser, als man denkt. Also, wir haben jetzt gesehen, wir sitzen jetzt fast zu einem Jahrestag da mit der Pandemie. Homeoffice gibt es ja mittlerweile das wunderschöne Stichwort, gekommen, um zu bleiben. Wie siehst du es? Wie werdet ihr künftig damit umgehen und welche Veränderungen würdest du deiner Meinung nach jetzt sehen, werden bleiben aus dem? Ja, also es ist mit Sicherheit gekommen, um zu bleiben. Also ich denke schon, dass sie diese Remote-Zugänge, sage ich mal, durchsetzen werden. Die haben auch durchaus Vorteile, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich denke auch, wenn man jetzt zurückdenkt, ist es natürlich sehr oft gewesen, dass man für kurze Absprachen, Meetings quer über den gesamten Erdball geflogen ist und das, glaube ich, ist nicht notwendig. Also das ist, glaube ich, der gute Effekt von solchen Web-Meetings, die einfach, dass man einfach effizienter, kostengünstiger, vor allem umweltfreundlicher dann dementsprechend arbeitet. Das ist sicher der große Vorteil. Der Nachteil ist, dass die persönlichen Kontakte einfach nicht bestehen. Und ich denke, das ist, die Menschen sind soziale Wesen letztendlich und die brauchen diesen direkten Austausch, diesen Human Touch, wie man so schön sagt. Ja. Und ohne dem kann keine Gruppendynamik entstehen, es kann die Unternehmenskultur auch nicht aufrechterhalten bleiben oder werden. Und darum glaube ich, oder hoffe ich zumindest, dass es dann nach Corona schon wieder so etwas wie Normalität gibt, dass man doch wieder ganz normal miteinander arbeitet und dass praktisch ja, für bestimmte Bereiche punktuell diese Remote-Work-Lösungen dementsprechend bestehen bleiben. Aber ich persönlich freue mich eigentlich schon wieder auf analoge Kontakte sozusagen. Ja. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Gegentrend, wie es der Matthias Horks auch immer wieder so bezeichnet. Jeder Trend verursacht einen Gegentrend. Und ich denke, und da gibt es ja schon sehr viele, sage ich mal, Indizien dafür, dass der Gegentrend eben zu dieser Digitalisierung, also diese Analogisierung ist praktisch. Ja. Und wieder jemandem die Hand geben können, sage ich mal, jemandem dementsprechend von Face to Face direkt austauschen, das sind ja alles Dinge, die jetzt aktuell nicht normal sind. Ja? Und dass wir uns da so ohne Maske unterhalten, ist grundsätzlich auch nicht normal oder nicht selbstverständlich. Ja? Und das soll sich sicher ändern. Das ist mir persönlich also ein großes Anliegen. Und ich freue mich schon wieder, wann wirklich da wieder Normalität besteht, wann man wirklich wieder analog arbeiten kann oder mehr analog arbeiten kann. Ja? Und dass wir uns da so unterhalten können, geht einfach deshalb, weil frisch getestet, ja. Vor dem Interview direkt, ja. Einfach um da keine Probleme aufkommen zu lassen. Und ja, so wie du sagst, ich meine, wir wissen, ich glaube, es ist, man sagt, 80% der Kommunikation ist ja nonverbal. Und das ist eben genau das, was diese Lösungen nicht liefern können. Aber wie siehst du es? Ich sage jetzt mal, Unter ist ein global agierendes Unternehmen, dass dann einfach genauer geschaut wird, wo ist Face-to-Face wichtig und wo kann ich zeiteffizient das mit einem Webmeeting lösen. Wie siehst du da die Zukunft? Dass man, so wie du sagst, nicht global über den Globus fliegt für einen Handshake, sage ich jetzt einmal, ja. Nur dann, wann der wahrscheinlich wirklich notwendig ist, oder wie siehst du es? Ja, schon. Also ich denke schon, dass man da jetzt genauer hinschaut, weil ich glaube, da gibt es ja Statistiken, sage ich mal, aus Deutschland, wo man, ich glaube, da geht man ja in Milliarden Kosteneinsparung, wo man praktisch jetzt durch diese
Reisen, die nicht stattgefunden haben, ja extreme Einsparungspotenziale sieht. Man, die Welt dreht sich trotzdem weiter und irgendwo ist vielleicht das eine oder andere sicher überflüssig gewesen. Das muss man sicher ein bisschen kritischer sehen oder bewerten. Ich meine, trotzdem ist es so, dass man gerade, wenn man so erklärungsbedürftige Produkte verkaufen muss, wie es wir herstellen, sage ich mal, dann ist es schon auch notwendig, dass man vor Ort präsent ist, dass man sich auf Messen trifft und austauscht, dass man praktisch, wir verkaufen auch sehr, sehr viele Produkte, indem dass wir vor Ort beim Kunden vorführen. Ja, diese Dinge müssen... Ihr braucht diese Interaktion. Wir brauchen diese Interaktion. Und es geht nur beschränkt natürlich mit diesen digitalen Möglichkeiten. Ja. Aber die bieten Vorteile, keine Frage. Und man wird es sicher jetzt ein bisschen künftig genauer abwägen, wo macht es Sinn und wo macht es weniger Sinn. Mhm. Das war vorher kein großes Thema, das muss man auch ganz klar sagen. Also das ist erst jetzt durch diese Krise entstanden. Und das also bewusst hinschauen, wo es wirklich notwendig genau, ist. Und dann genau, differenzierter ja, das Ganze ja, betrachten. Ja. Jetzt bietet ja viele herausragende Unternehmen oder Lösungen sind ja immer in Krisen entstanden. Mhm. So eine Frage zum Schluss. Welche Chancen siehst du in der aktuellen Krise für dich persönlich und für euch? Naja, ich glaube, dass wir erkannt haben, jetzt einmal grundsätzlich, dass wir sehr krisenresistent sind, also dass wir sehr stabil sind, ebenso stabil wie unsere Produkte letztendlich. Also das ist einmal schon mal eine ganz gute Basis, dass man auch weitere Herausforderungen bestehen kann. Also ist jetzt mal grundsätzlich gar nicht so das Problem, dass uns da irgendwas treffen könnte, wo wir nicht eine Lösung dafür finden. Also grundsätzlich glaube ich, dass, wenn es um das Thema Chancen geht, man einfach noch mehr lernen muss, Chancen zu nutzen. Also das geht auch wieder, da geht es auch wieder um das Thema Fahren auf Sicht, also zu erkennen, wo ergeben sich Chancen, die Chancen wahrzunehmen und so kommt man halt schrittweise nach vorne. Und wie gesagt, diese längeren Planungshorizonte aufgrund der ganzen WUKA-Thematik und aufgrund der, sagen wir mal, nicht planbaren Ereignisse, das muss man einfach reduzieren, das ist ganz klar. Ja. Sag, in einem Satz eine... Welche Take-Home-Message oder welchen Tipp würdest du unseren Zusehern und Zuhörern in einem Satz mitgeben aus deiner Erfahrung als Führungskraft aus dem letzten Jahr in der Krise? Ja, wichtig ist, glaube ich, einfach optimistisch zu bleiben. Ja? Denn nicht vor lauter Panik oder nicht in Panik verfallen, sondern einfach den Blick nach vorne richten, sagen, ja, es ist jetzt eine Problematik, eine Herausforderung da, die ist zu bewältigen und wenn man ein ordentliches Team im Hintergrund hat, wo man dementsprechend die richtigen Einstellungen dazu hat, wenn man ja, die Voraussetzung dazu auch geschaffen hat im Vorfeld, dann gibt es keine Probleme in Wirklichkeit, dann gibt es auch keine großen Herausforderungen, dann stören auch solche Krisen nicht. Ja. Super. Ja, Christoph, herzlichen Dank für deinen Besuch heute und diese spannenden Einblicke. Ja. Und ja, lieber Zuhörer, das war der Base Talk mit Christoph Walchhofer, Chief Marketing Officer der Unterschreding Technology. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und die Base Talks gibt es zum Nachsehen im Podcast, in der Radiofabrik und auf S1. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.